Hi, hier ist mal wieder der Patrick und ich erzähle euch heute ein bisschen was zum Verstärkerkauf. Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Patty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverblümt. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse patty@guitar-camp.de. Bis gleich! So, ein paar Tipps. Also, habe ich ja bei der Gitarre auch schon gemacht, da werde ich jetzt hier nicht viel Neues erzählen können. Nur ein paar Sachen. Also, erstens, kein Kaufhausverstärker. Habe ich ja bei der Gitarre schon gesagt, das wird einfach nichts. Geht in im Musikaliengeschäft. Und lasst euch bitte da beraten, was auch jetzt Punkt 2 schon ist, was für euch in eurer Situation am besten ist. Ja? Wie gesagt, so eine Beratung vor Ort kann halt keiner ersetzen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, kauft euch genau den. Ich könnte euch ein, zwei Tipps geben, aber ich habe halt selber auch noch nicht alles gespielt. Ne? Also so gängige Verstärker ist halt wirklich dieser Fender Mustang oder so ein Roland Cube oder so ein Line 6 Modeller. Es gibt halt viele. Müsst ihr einfach mal testen, womit ihr auch am besten zurechtkommt, was euch der Verkäufer vielleicht noch erzählt. Vielleicht sagt er euch ja auch, kauft euch bloß keinen Modeling-Verstärker. Kann ja alles sein. Gebrauchtkauf. Ich sag mal, so ein kleines Modeling-Ding, da kann so viel eigentlich nicht kaputt gehen, wenn man ordentlich damit umgeht. Ja? Da habt ihr dann bei so einem Ding habt ihr jetzt keinen Standby-Schalter, wie ich euch das vorhin bei der Röhre erklärt habe oder beim letzten Video, sondern den könnt ihr einfach anmachen und Attacke. Ne? Also und beim Gebrauchtkauf, da kann man auch schon mal den einen oder anderen Schnapp machen. Wie gesagt, dieser Fender Mustang, den gibt es ja, weiß ich nicht, 30-40% billiger. Ne? Und so viel kann er ja nicht kaputt gehen, wie ich schon gesagt habe. Okay, wenn man euch einen Röhrenverstärker andrehen möchte und ihr testet den im Laden, dann spielt ihr das Ding und im Laden kann man relativ laut spielen. Zu Hause aber nicht. Wenn der jetzt wirklich nur für zu Hause ist und vielleicht einmal oder später mal für eine Bandprobe, dann testet bitte, ob ihr das Ding auch leise spielen könnt. Ja, spielen könnt ihr das leise schon, aber ob sich dann auch gut anhört. Ne? Oder ob nicht dann so ein Transistor oder so ein Modeling-Ding doch die bessere Alternative wäre. Dann testet an verschiedenen Boxen. Wir sagen, ihr wollt für einen Übungsraum oder irgendwo halt einen Verstärker haben. Und wie gesagt, die Boxen färben den Klang doch schon mal noch in so eine andere Richtung. In so einem Laden haben die eigentlich Möglichkeiten, andere Boxen, die sie gerade da vorrätig haben, einfach mal anzuschließen an das Top-Teil. Ich hatte mir mal einen Verstärker gekauft von EVH, ja, dieses Van Halen-Teil. Da gab es eine passende Box dazu. Und ich wollte die aber gerne testen. Ich habe die dann auch getestet mit einer Orange Open Back, also wo die Hintenwand raus ist. Und diese Closed Back, ne, wo hinten alles zu ist. Und halt diese EVH-Box, die dazugehörte. Und die klangen alle sowas von heftig unterschiedlich. Da hat man es auf jeden Fall richtig krass gehört. Im Endeffekt ist es dann die teuerste auch geworden, weil mir da der Klang einfach am besten gefallen hat. Aber es ist alles subjektiv, was den Klang angeht. Ne? Deswegen geht hin, testet es. Und im Laden haben sie meistens noch so Teile, da werden die ganzen Boxen angeschlossen und ihr müsst dann nur hin und her schalten. Ne? Box 1, Box 2, Box 3. Also hatten sie zumindest da, wo ich war. Ja, mit eigener Gitarre. Nehmt eure Gitarre mit und testet damit die Verstärker im Laden. Gerade bei Röhrenverstärkern klingt dann doch schon mal eine Strat nicht wie die andere. Ne? Und generell, vielleicht haben sie die Gitarre, die habt ihr auch gar nicht da. Wenn ihr jetzt eine Les Paul Standard habt, von Epiphone zum Beispiel, und ihr nehmt da eine Les Paul Standard von Epiphone, erstens kann die anders klingen, oder sie haben sie gar nicht da.
Ne? Also lieber immer die eigene Gitarre mitbringen, erstmal auf der sicheren Seite. Und ja, kauft nur das, was ihr braucht, weil ihr braucht zu Hause kein 100 Watt Marshall. Braucht ihr nicht. Nein. Der klingt leiser auch nicht so gut, wie wenn er aufgerissen ist. Da müsst ihr andere Sachen testen. Wie gesagt, nur das, was ihr braucht. Wenn ihr jetzt nur ein gewisses Budget zur Verfügung habt, euch gefällt aber der laute Marshall-Sound und ihr wollt das Top-Teil mal hin und her schleppen, gut, dann müsst ihr das halt machen. Aber ich sag mal, der Idealfall wäre, es gibt auch gute Röhrenteile, die haben, weiß ich nicht, 10 Watt oder dieser von Engel, dieser Screamer oder wie das Ding heißt, der klingt dann zu Hause vielleicht auch schon ganz cool, ne? Oder ganz anders als so ein 100 Watt Marshall. Muss man alles mal testen. Wie gesagt, testet auf einer humanen Lautstärke, auch in so einem Laden. Ja, wenn ihr jetzt einen Verstärker kauft, es gibt ja noch die Option, so wie ich das mache, ich habe einen Verstärker, der hat einen super clean Sound und ich mache die ganze Verzerrung über Pedale. Manchmal nehme ich einen angecrunchten Sound und mache die Verzerrung über die Pedale oder manchmal einen clean Sound und mache die Verzerrung über die Pedale. Dann müsst ihr aber zusehen, wie ich euch das ja schon mal gesagt habe, ihr müsst das Delay hinter die Verzerrung packen. Wenn ihr jetzt einen Röhrenverstärker kauft, wo ihr die Zerre aus den Röhren holen wollt, dann seht zu, dass ihr so einen FX-Loop holt. Wenn ihr wirklich so Delay-Effekte mit einbringen wollt in euer Spiel. Ist für ein Solo eigentlich mal ganz cool, ne? Oder für so Swell-Effekte ist das ziemlich geil. Erkläre ich euch alles noch, was das ist. Weil es gibt von Orange diesen Tiny Terror. Ich finde, der klingt schon ziemlich cool. Also ich mag diesen Orange-Sound. Aber der hat keinen FX-Loop. So, jetzt habe ich einen recht aufgerissenen Sound, möchte aber ein bisschen Delay haben. Also ich mag diesen verzerrten Delay-Sound nicht. Also verzerren, dann Delay, ja. Erst Delay, dann verzerren, mag ich nicht, ist aber jeder, muss jeder selber wissen. Ja, Impedanz. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit den 8 Ohm, 4 Ohm, 16 Ohm. Ihr müsst darauf achten, dass die Box zum Top-Teil passt. Ja, ja, Standby, habe ich euch auch schon mal erzählt. Ihr müsst darauf achten, wie ihr euren Verstärker behandelt. Es ist nämlich so, wenn ihr direkt auf Vollgas geht beim Röhrenverstärker, irgendwann machen die Röhren das einfach nicht mehr mit. Und dann wird das auch schon mal teuer, wenn ihr ewig die Röhren wechseln lassen müsst. Also nutzt ihn, ja? Immer schön erst auf Anmachen und den Gitarrenverstärker im Standby lassen. 1, 2, 3 Minuten ist auch keine Zeit, dann macht ihr den erst an, dann sind die Röhren da und Attacke. Genau das gleiche, wenn ihr ihn ausschaltet, ne? Erst auf Standby, ne, dann haben die Röhren wieder ein bisschen Zeit abzukühlen und dann macht ihr das Ding aus. Also das sind eigentlich so die Sachen, worauf ihr achten solltet. Sicherlich gibt es auch noch ein paar mehr Sachen, aber das sind, denke ich mal, für mich jetzt die wichtigsten gewesen, die ich euch gerne erzählen möchte. Damit ihr immer nicht einfach so blauäugig mal irgendwie was einfach kauft. Ne, das ist auch blöd. Okay, das hat 500 gute Bewertungen, ja, aber vielleicht ist es für mich gar nicht gut. Ne? Da muss man dann immer mal gucken, was man so braucht. Ja, dann müssen wir jetzt noch klären, was ihr sonst noch für Equipment so neben der Gitarre braucht. Und ja, dann geht's auch schon los. Bis denn.